Gericht aus Schwilper. Kunsthandwerk rund um Bürgerhaus und Kirche, heute sogar bei etwas Schneefall. So lautete die Überschrift eines Artikels zum 9. Adventsmarkt in Groß-Schwilper in der Allerzeitung am 28. November 2012. Eigentlich ist es ja der 19. Markt, der hier am 1. Advent in Groß-Schwilper stattfindet, aber dazu später mehr in diesem Bericht. Nun erstmal einige Eindrücke vom Markt und wir schauen mal nach dem Kunsthandwerk. Frau Weckmann, Ihr Stand ist sehr weihnachtlich mit Sternen, Weihnachtsmännern, Schneemännern, Merry Christmas-Schildern. Schöne Sachen. Haben Sie die alle selber gefertigt? Ja, ganz lange hat das gedauert, aber hat echt Spaß gemacht. Und schon im Sommer begonnen oder jetzt erst im Herbst? Vor 2 Monaten. Dafür haben Sie aber einen guten Output gehabt. Sehr schön. Ja, was haben Sie an besonderen Dingen hier anzubieten? Einmal die Kekse, die selbst gebacken sind von der Schwiegermama und ordentlich verziert und bis ins kleinste Detail. Natürlich irgendwelche Holzfiguren mit Kerzen, Window Color, was es kaum gibt, Klammern, die man an Geschenke ranmachen kann, eigentlich so, was weihnachtlich ist, ziemlich viel. Vielen Dank. Gerne. Ich bin auf dem Weg zu einem Stand mit Misteln. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie kommen aus der Region oder von weiter weg mit diesen schönen Misteln? Ja, wir kommen aus Dessau. Also aus der Nähe von Dessau, Wörlitzer Gartenreich. Und da schneiden wir die Misteln und kommen jedes Jahr hierher und wollen mit unserem Stand hier die Leute erfreuen. Und eigentlich kommen Sie aus Groß-Schwilper, nicht wahr? Ja, wir kommen aus Schwilper. Wir haben hier bei dem ersten Markt schon mitgemacht in der Poststraße oder den ersten Märkten. Und das hat sich dann so ergeben, dass wir immer wieder gekommen sind. Dann wünsche ich Ihnen hier viel Erfolg auf dem Adventsmarkt. Das ist ja früher, hieß es ja Weihnachtsmarkt. Und kommen Sie in den nächsten Jahren bitte auch wieder. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ist sehr schön hier. Danke. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank. Nun geht es ins Jugendhaus zum Schminken, Plätzchen backen und zum Kicker. Der Schminktisch im Jugendhaus. Wie möchtest du denn gerne geschminkt werden? Die Fledermaus soll es sein. Das ist die Fledermaus. Wir schauen mal, was draus wird. Bitteschön. Und wie gefällt dir das Ergebnis? Gut. Neunter Adventsmarkt in Groß-Schwilper. Aber wie eingangs schon angedeutet, ist es eigentlich der 19. Markt, der hier am 1. Advent in Groß-Schwilper stattfindet. Von 1994 bis 2003 wurden 10 Weihnachtsmärkte auf der Poststraße durchgeführt. Und zwar von einer Initiativgruppe, die hier vollständig vertreten ist. Ich darf vorstellen, Herr und Frau Kurt, Herr Grotewohl, Herr und Frau Körner, Herr und Frau Steckhahn. Danke. Winfried, 1994 fand der erste Weihnachtsmarkt in Groß-Schwilper statt. Wie kam es denn eigentlich dazu? 1992 bei der 1200-Jahr-Feier hatten wir von der Poststraße die Gewerbetreibenden einen Wagen organisiert, mit dem wir den Umzug mitgemacht haben. Und danach kamen wir auf die Idee, irgendwas mal wieder gemeinsam zu machen.
Dann war 93 irgendwann mal eine Gartenparty und da haben wir endgültig dazu entschieden, einen Markt zu gestalten. Und das wurde der Weihnachtsmarkt. Und das, finde ich, war ein guter Entschluss. Und auf dem Weihnachtsmarkt wurden Spendentonnen aufgestellt. Dazu mehr und Eindrücke von der Poststraße in einem Filmrückblick von 2003. Unterlegt mit einer Live-Reportage für Okerwelle, für Radio Okerwelle von 1997. Film ab. Und? Schon alles in Ordnung? Läuft alles wunderbar, ja. Läuft alles wunderbar? Keine Probleme. Wunderbar. Das kann auch passieren. Guten Morgen und herzlich willkommen zum 10. Weihnachtsmarkt in Großschwilper. Wer von Ihnen hat denn das tolle Wetter bestellt? Ganz besonderen Dank an denjenigen. Das ist ja wie geschaffen für einen Weihnachtsmarkt. Ein bisschen Schnee hätten wir gerne noch. Also, 10 Jahre Weihnachtsmarkt in Großschwilper. 10 Jahre im Dienst der guten Sache. Und nun kommt die Umschaltung. Wir schalten gleich um zum Weihnachtsmarkt nach Großschwilper. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir, Maren Dörfer und Inga Glander, für Radio Okerwelle berichten Ihnen von dem Weihnachtsmarkt in Großschwilper. Wir stehen hier in der Poststraße, die mit rund 130 Ständen eigentlich alles bietet, was zu Weihnachten gehört. Neben Kunsthandwerk, Nützlichem oder mit Schirmen kommt natürlich auch das Kulinarische nicht zu kurz. Besonders zu erwähnen sind auch die Veranstaltungen mit und für Kinder. Dennoch, auf diesem Weihnachtsmarkt wird für einen guten Zweck gesammelt. Herr Steckern, Sie gehören zu den Initiatoren. Welchen guten Zweck verfolgen Sie? Ja, wir haben ja diesen Markt vor 4 Jahren ins Leben gerufen und haben uns damals entschieden, für die Kinderkrebshilfe zu spenden. Wir haben seitdem eine Spendensumme von ungefähr 75.000 Mark dem Klinikum der Heulwedestraße in Braunschweig übergeben können. Der Professor Mau hat dort bestimmte Zwecke und Ziele verfolgt, mit unserem Geld bestimmte Dinge angeschafft, die sehr wichtig sind für die kleinen Kinder, die dort krebserkrankt sind. Und wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr mindestens wieder eine Spendensumme von 20.000 Mark zusammenkriegen können und ihm übergeben können. Vielen Dank. Herr Lestin, was bedeutet Ihnen als Bürgermeister der Weihnachtsmarkt? Tja, als Bürgermeister in Schwilper kann man nur stolz sein auf diese Sache, denn hier zeigt sich Bürgersinn in seiner allerbesten Form. Nicht nur an diesem Weihnachtsmarkt, wir haben viele solche Aktivitäten hier in der Gemeinde, aber bei diesem Weihnachtsmarkt natürlich in außerordentlicher Weise. Denn dies ist eine Sache, die für die ganze Region von Bedeutung hat und deshalb auch Schwilper bekannt macht. Und wir von der Gemeinde unterstützen das nur, indem wir die Schirmherrschaft übernehmen und gewisse Einrichtungen geschaffen haben. Aber alles andere ist Privatinitiative und darüber freuen wir uns in außerordentlicher Weise. Ich sage, man kann stolz darauf sein. Herr Professor Mau, Sie sind Leiter der Kinderkrebsstation des Klinikums Heulwedestraße. Inwieweit konnte Ihnen die Spende vom letzten Jahr helfen und wie wird die Spende von diesem Jahr Verwendung finden? Diese Spenden helfen uns in ganz großem Maße, denn die Förderung durch den Staat kann mit dem medizinischen Fortschritt einfach nicht Schritt halten. Wir haben im letzten Jahr dieses Geld genutzt, um zusammen mit anderen Spenden ein sehr modernes Ultraschallgerät zu kaufen, was den Kindern sehr geholfen hat, weil Ultraschalluntersuchungen schmerzfrei sind und viele andere Untersuchungen einsparen. Und dieses Jahr würden wir gerne die Kinder, die wir neu im Klinikum haben, nämlich Kinder mit Hirntumoren, besser betreuen. Wir brauchen für diese Kinder gute Überwachungsgeräte nach den Operationen, wenn sie ihre Chemotherapien bekommen, weil sie dann über Wochen und Monate sehr schwer krank sind. Und wenn wir gute Überwachungsgeräte haben, können wir ihnen diese Phase erleichtern und schmerzfreier gestalten. Und insofern bin ich den Bürgern der Region hier sehr dankbar, dass sie uns in dieser Form unterstützen. Vielen Dank. Frau Steckern, Sie haben hauptsächlich die Kinderaktivitäten geplant. Was erwartet die Kinder hier? Also wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal ein ganzes Kinderzelt, das nennen wir Kinderland, in dem das Kindertheater Klimperklein um 13 und um 15 Uhr jeweils eine Vorstellung geben wird. Ab 15 Uhr kommt der singende Polizist zu uns. Der Weihnachtsmann kommt natürlich. Auf dem Hof von Firma Meier oder Familie Meier haben wir die Kinderbäckerei, Kinderspiele und verschiedene andere Dinge. Es gibt sogar ein paar kleine Kinder, die einen eigenen Stand haben und zugunsten der Kinderkrebshilfe was verkaufen. Vielen Dank für die Informationen und für die Gespräche. Wir bedanken uns bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Bleiben Sie auf der Frequenz 104,6 oder kommen Sie einfach nach Großschwilper.
Und was berichtete damals die Braunschweiger Zeitung? 170.000 Besucher, 20.000 Liter Glühwein und 170.000 Euro an Spendengelder für die Krebshilfe in 10 Jahren. Beeindruckend. Herr Körner, wer hatte eigentlich die Idee, für die Kinderkrebsklinik auf dem Weihnachtsmarkt zu sammeln? Ja, wer hatte die? Das ist heute schwer zu beantworten. Wahrscheinlich wir alle haben uns zusammengesetzt, wofür tun wir was? Und da fiel uns eben die Kinderkrebshilfe ein. Und das haben wir dann eben die ersten Jahre immer hingebracht in der Salz-Salomon-Straße zu Professor Mau. Der hat sich sehr drüber gefreut in den ganzen Jahren. Das hat er eben auch in dem Interview zum Ausdruck gebracht. Prima. Frau Steckern, heute am ersten Advent gab es zum ersten Mal wieder einen Hauch von Winter. Schneeflocken waren zu sehen. Gab es überhaupt einmal Schnee am ersten Advent zu Ihrer Zeit? Natürlich, da war alles an Wetter, was so möglich ist in dieser Jahreszeit dabei. Wir hatten Schnee, immer hatten wir klirrende Kälte und oft auch strahlend blauen Himmel und Sonnenschein, sodass wir richtig loslegen konnten, gut gelaunt und der Weihnachtsmarkt gut verlaufen konnte. Herr Steckern, ein abschließendes Wort noch. Ja, also grundsätzlich bin ich auch ganz begeistert, dass das weitergeführt worden ist, auch nach unseren 10 Jahren. Sicherlich unter einem anderen Motto und die Spendensummen an sich sind auch etwas anders geworden. Wir haben damals bewusst für die Kinderkrebshilfe gesammelt und genau dieser gute Zweck war das, was auch diese großen Spendensummen zustande gebracht hat. Wir haben ja damals mit den ganzen Vereinen in Zusammenarbeit das Ganze gestaltet und letztendlich über 170.000, das haben wir ja schon gehört heute. Und auch weiterhin ist sicherlich der gute Zweck in der ganzen Sache. Und das freut uns am allermeisten, dass es eben weitergelaufen ist. Und wir wünschen auch denen, die das jetzt nach uns machen, viel Freude dabei und weiterhin dieses Engagement, was da läuft. Sehr schön, die ganze Sache. Vielen Dank. Dann kann ich Ihnen nur einen schönen Aufenthalt auf diesem Adventsmarkt wünschen. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie hierher gekommen sind. Schauen Sie mal nach. Die Würstchen schmecken gut, der Glühwein ist gut. Einen wunderschönen ersten Advent noch. Vielen Dank. Ich habe jetzt als Interviewpartnerin die kleine Sarah. Sarah, hast du denn hier schon was Schönes gefunden? Ja. Nun fragen wir deinen Papa, ob er denn für deine Mutti schon was zu Weihnachten gekauft hat. Selbstverständlich. Guck mal rüber. Ja, hat mir eine Kette mit einem Anhänger ausgesucht. Wie gefällt es sonst auf dem Weihnachtsmarkt hier, wie mir auf dem Adventsmarkt? Wir finden es einfach sehr gemütlich hier. Also, es ist relativ klein überschaubar, aber es hat einen netten Charakter. Und die Frau findet das auch so? Ja, wir kommen eigentlich jedes Jahr her, obwohl wir von Hondelage ja doch ein paar Kilometer fahren müssen. Prima, dann freuen wir uns, wenn Sie nächstes Jahr auch wiederkommen. Danke. Ganz lieben Dank. Schöne Weihnachten. Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Danke.
Patchwork in Großschwülper. Hier in der Uckerhalle gibt es in der ersten Etage auch sehr viele Stände und auch Patchwork. Die Frage ist, die ich jetzt erstmal nicht beantworten kann, wo kommt denn eigentlich Patchwork her? Und da fragen wir mal die junge Dame, die hier Patchwork verkauft. Also Patchwork kommt aus Amerika, so ursprünglich, und das haben die Amish-Leute gemacht. Und die haben halt hauptsächlich alten Stoff wiederverwendet. Also aus einem alten Kleid wurden eben neue Sachen gemacht, aus vielen verschiedenen Sachen ein neues Teil. Hier zum Beispiel ein sehr schönes Stück, ein Adventskalender als Patchwork, 24 Dreiecke. Es müssen also nicht immer Kleidungsstücke sein, die zusammengesetzt werden, sondern auch Schmuckstücke zum Beispiel für die Wand. Ein weiteres Beispiel, zwei schöne Bälle, mit denen man jonglieren könnte, wenn man es denn kann. Man sieht, Patchwork ist mehr, Patchwork ist Kunst und Kreativität. Entspannte Gesichter, aber platte Füße. So zeigt sich die Marktgruppe Dorf und Leben. Diese Marktgruppe richtet die drei Märkte in Großschwülper aus, nämlich den Ostermarkt, den Herbstmarkt und den Adventsmarkt. Waltraud Wanhoff, welcher Markt liegt euch denn am meisten am Herzen von den dreien? Alle drei. Wir arbeiten sehr gern für alle drei Märkte. Der besondere Markt ist schon der Adventsmarkt, schon alleine die Dekoration. Es ist eine sehr schöne, dadurch eine sehr schöne adventliche, weihnachtliche Stimmung. Vielen Dank, die Vorbereitung war hervorragend. Zwei, drei Worte zum Abschluss. Wie war es denn heute so resümierend? Ja, wir hatten ja Wetter, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Am Anfang musste man vielleicht davon ausgehen, dass nicht so viele Gäste kommen. Das ist nicht eingetreten, es sind so viele Menschen da gewesen wie immer und ich habe auch das Gefühl, das reißt noch gar nicht ab. Wir hatten kurzfristig einige Standausfälle durch Krankheit. Bei einem Aussteller wurde eingebrochen, der arme Mann konnte nicht kommen heute Morgen. Ansonsten haben wir den Eindruck, dass es sehr erfolgreich war heute. Ne? Genau, würde ich auch so sagen. Das scheint einstimmig zu sein, dem kann ich mich anschließen. Wünsche euch viel Erfolg bei den nächsten drei Märkten im nächsten Jahr und Dankeschön. Am Adventsmarkt sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Vielen Dank.